Ich danke Ihnen, guten Abend erstmal, danke Ihnen für Ihr Interesse und fürs Kommen und dem Westend Verlag und auch den Nachdenkseiten, die mit dabei sind für die Organisation dieses Vortrags. Es wird sich auf Themen des Buches beziehen und ich möchte in einem größeren Bogen einen Hauptfaden aus dem Buch aufgreifen, nämlich: Was wollen wir eigentlich als Kollektiv von Bürgern gesellschaftlich erreichen? Und was hindert uns daran, zu erreichen, was wir wollen? Grob formuliert ist das, was wir erreichen wollen, Demokratie. Gibt es gute Gründe für. Und was uns daran hindert, das zu erreichen, ist Demokratie-Management. Nun ist ja im Politischen, der politische Kampf ist ja immer auch ein Kampf um die Bedeutung von Wörtern. Und wir müssen also auch beim Titel sehr genau hinschauen. Denn schon das Wort Demokratie-Management ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn etwas, was gemanagt wird, ist eine gelenkte Demokratie und damit keine Demokratie mehr. Wir haben ja also bereits in dem Titelwort einen Widerspruch. Wenn wir weitergehen, dann werden wir fragen müssen, was ist eigentlich dieses Etwas, das gemanagt wird? Und das Neue am Demokratiemanagement ist ja gerade das systematische zum Verschwinden bringen dessen, was hier eigentlich gemanagt wird, nämlich demokratische Strukturen. Auch da haben wir einen weiteren Widerspruch, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Was ist eigentlich dieses Etwas, das man kontrollieren will und das man managen möchte? Auch in dem Untertitel finden wir einen weiteren Widerspruch. Denn was heißt es eigentlich, Machtverhältnisse unsichtbar zu machen? Man kann Mechanismen von Macht unsichtbar machen. Die Macht selbst ist natürlich in ihren Wirkungen, und das ist sozusagen der bittere Widerspruch in diesem Untertitel, die Macht selbst ist in ihren Auswirkungen für viele sehr deutlich spürbar, sei es als Hartz-IV-Regime, sei es als Polizeigewalt. Wir werden diesen Widersprüchen nachgehen müssen und versuchen, da etwas Licht drauf zu werfen. Was sind nun die Dinge, die uns beschäftigen? Ich gebe uns ein paar Beispiele, wenn Sie morgen Zeitungslektüre machen. Was sind so die Probleme, die Sie, sei es, weil es Ihr persönliches Leben betrifft, sei es, weil es irgendwie allgemeine Fragen betrifft, die Sie aber trotzdem für wichtig halten? Das ist so ein kleiner Ausschnitt, kommt ja täglich wieder was dazu. Venezuela habe ich jetzt noch nicht dabei. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus den Dingen, die uns allgemeine Sorgen bereiten können. Wenn wir da drauf schauen, können wir die stärker gruppieren, nämlich die sozialen Verwüstungen, die angestellt werden, die ökologischen Verwüstungen und nicht zuletzt auch die steigende Gefahr eines Atomkrieges. Wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, müssen wir uns klar machen, wie stehen sie eigentlich in Beziehung zu dem, was wir eigentlich wollen. Wenn man die Umfragen, das gilt seit Jahrzehnten in Deutschland wie auch in den USA, wenn man die Umfragen verfolgt, so gibt es eine Fülle von Umfragen, die zeigen, dass in der Regel die Präferenzen der Bevölkerung in allen relevanten Fragen der Sozialpolitik, Besteuerung großer Einkommen, in eine andere Richtung gehen als die tatsächlichen Entscheidungen, die gefällt werden. In der Regel liegen sie in vielen Fragen deutlich links von der Politik, die von den Entscheidungsträgern dann gemacht wird. Was folgt daraus? Das werden wir uns im Detail noch ansehen. Das heißt eigentlich, dass die Präferenzen der Bevölkerung bei den meisten Entscheidungen keine Rolle spielen. Und in der Tat, wenn Sie den wichtigen Dingen der letzten Jahrzehnte nachgehen, da müssen wir feststellen, all diese
Themen, die uns Sorgen bereiten, sind Entscheidungen der Machteliten und in der Regel nicht Entscheidungen des Volkes. Auch das hat natürlich, steht in einem gewaltigen Spannungsverhältnis zu der Idee von Demokratie. Ich will nur ein Beispiel rausgreifen. Die extreme soziale Ungleichheit, haben Sie alle genügend immer wieder drüber gelesen, wie extrem die Verhältnisse sind. Oxfam hat ja immer wieder die Studien, wie wenig Leute jetzt 50% des globalen Reichtums besitzen. Ich nenne Ihnen das nur ganz schnell als Erinnerung, wie extrem sich die Ungleichheit tatsächlich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. 82% des weltweiten Vermögenswachstums gehen an das reichste 1% der Bevölkerung. Also diese Zahlen sind gigantisch, auch im historischen Vergleich sind sie gigantisch. Die Ungleichheit ist so gewachsen, wie auch im historischen Vergleich selten der Fall war. Und nun gibt es eine ganze Reihe von Studien, die sich damit beschäftigen. Kürzlich ist eine Arbeit erschienen von einem renommierten, in Stanford lehrt er, Althistoriker, der die Entwicklung der Ungleichheit von der Steinzeit bis heute untersucht hat und sich gefragt hat, wie ist es zu solchen Ungleichverteilungen gekommen? Und die eigentliche Frage, die ihn interessierte, wie kann man massive Ungleichheit eigentlich reduzieren? Und er sagt, was wir im Moment erleben, ist, die 70er und 80er Jahre hatten noch eine relative Nivellierungsperiode in der Geschichte, insbesondere die Nachkriegszeit war eine relative Nivellierungsperiode, wo die Ungleichheit, ich komme auch noch kurz auf die Gründe zu sprechen, wo die Ungleichheit reduziert wird. Und jetzt sind wir möglicherweise in der nächsten langen Phase der Kapitalakkumulation und der Einkommenskonzentration. Und er beschäftigt sich jetzt mit den Faktoren, mit denen man möglicherweise diese Ungleichheit wieder beseitigen kann und fragt, kann Ungleichheit durch die Ungleichheit, die wir im Moment haben, durch demokratische Reformen beseitigt werden? Um die Sache kurz zu machen, nein. Das ist eine bittere Nachricht, weil er sagt, gewaltlose Landreform, Wirtschaftskrise und insbesondere Demokratisierung, das war ja das demokratische Versprechen, große Ungleichheit zu beseitigen, zu verhindern, können gelegentlich funktionieren, sind jedoch nicht geeignet, die Ungleichheit systematisch zu verringern. Sollen wir es dann mit der Demokratie lassen und gucken, wie wir uns damit einrichten können? Die Geschichte von der Steinzeit bis heute belegt, dass große Ungleichheit nur durch massive und gewaltsame Störung der bestehenden Ordnung zu verringern sei. Auch da stellt sich wieder die Frage, was machen wir jetzt damit? Wenn die historische Erfahrung ein geeigneter Gradmesser ist, müssen wir davon ausgehen, dass friedliche politische Reformen nicht genügen werden, um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen. Seine Botschaft ist ganz eindeutig, die Ungleichheit ist mittlerweile so groß, dass sie durch jede Art von Reformismus nicht zu beseitigen ist. Das ist im Übrigen eine Schlussfolgerung, die viele auch aus der Ökonomie teilen, zu sagen, wir haben das 20. Jahrhundert, sagen einige, sind zwei große Bewegungen grundlegend gescheitert. Das eine war die sowjetische Variante eines sozialistischen, eines kommunistischen Projekts. Und das andere war die reformistische Variante, einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz hervorzubringen. Der Reformismus ist, das ist, was die letzten 60 Jahre gezeigt haben, radikal gescheitert. Was bleibt uns dann? So, da kommen wir darauf zurück. Ich will Ihnen ein aktuelles Beispiel geben aus der Süddeutschen, weil es wieder schön zeigt, wie eigentlich Ideologieproduktion funktioniert. Hier sitzen die Verantwortlichen, dem Gemeinwohl verpflichteten
Rationalen. Politiker, die Eliten, die unser Gemeinwohl bestimmen. Die Mächtigen geben zu, es fehlt ihnen Ideen, wie sich die Ungleichheit bewältigen lässt. Wenn schon die besten Denker und die reinsten und dem Gemeinwohl am meisten verpflichteten Denker der Gegenwart ratlos sind, wie können wir als relativ uninformierte Bürger eigentlich uns anmaßen, dass wir dann Ideen haben, wenn die Experten ratlos sind? Das ist ein interessanter Punkt, denn er verschleiert gerade, dass die Prozesse, die zur Ungleichheit geführt haben, bewusste und systematische Entscheidungen von Menschen waren. Entscheidungen von Menschen können zurückgenommen werden. Das heißt, die Ungleichheit ist, entgegen der offiziellen Ideologie zu sagen, das waren keine Entscheidungen von Menschen, das waren Naturgewalten, sogenannte Naturgewalten des sogenannten freien Marktes. Da hat überhaupt keiner was gemacht. Die sind entstanden wie physikalische Gesetzmäßigkeiten. Das ist natürlich die offizielle Ideologie des Neoliberalismus. Tatsächlich waren es menschliche Entscheidungen. Menschliche Entscheidungen könnten wieder zurückgenommen werden. Das heißt, hier wird gesagt, wir können eigentlich an diesen Prozessen können wir nichts mehr ändern. Die laufen sozusagen ohne unsere Möglichkeit, irgendetwas dran machen zu können, einfach ab. Wenn Sie schauen hier auf eine der größten Datenbasen über Ungleichheit, das ist die Arbeitsgruppe von Piketty in Paris, die immer wieder die Berichte rausgibt, die sagen, es gibt ein ganz bewährtes Mittel, wie man Ungleichheit beseitigen kann. Nämlich die Steuerprogression zu erhöhen. Das ist ein ganz schlichtes Mittel. Die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Nein, sagen die in Davos, was wir meinen. Also wir sind ratlos, was man da machen könnte. Aber was natürlich nicht in Frage kommt, dass man an den Mechanismen etwas ändert, die zur Ungleichheit geführt haben. Das ist irrational, das ist nicht verantwortlich. Das ist die stillschweigende Prämisse. Wir dürfen nichts an den Mechanismen ändern, die zur Ungleichheit geführt haben. Und wenn man die Prämisse akzeptiert, dann sind wir alle ganz ratlos, was man jetzt machen kann. Noch prägnanter hat es Wolfgang Schäuble formuliert, Wahlen dürfen an wirtschaftlichen Entscheidungen sowieso nichts ändern. Prägnantes Beispiel war Griechenland. Demokratische Wahlen dürfen wirtschaftliche Entscheidungen nicht ändern, weil demokratische Wahlen, das Volk ist nicht rational, die Rationalität wird eben nur von den Experten verkörpert. Das ist eine offene Aussage, die ersetzt und viele Analysen, weil es ein offenes Wort ist über das, wie es tatsächlich ist. Wenn das so ist, dann spiegelt sich das natürlich auch, dass das so ist, in entsprechenden empirischen Untersuchungen wieder. Ist also nicht jetzt nur eine Auffassung von Herrn Schäuble. Die Frage ist, welche Möglichkeiten einer Veränderung haben wir denn bei diesem Beispielthema? Welche Möglichkeiten einer Veränderung haben wir denn? Demokratisch müsste es eigentlich möglich sein, zu sagen, es gibt genug Hebel, wie man sie ändern könnte. Die sind natürlich a priori ausgeschlossen, weil sie als irrational deklariert werden. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie sieht denn empirisch eigentlich das Stimmgewicht des durchschnittlichen Bürgers aus? Das kennen Sie vielleicht schon, weil ich das auch ausgiebig besprochen habe. Die prominenteste Untersuchung ist von zwei sehr renommierten Yale-Politologen 2014, die mit einer riesigen Datenbasis über 25 Jahre verglichen haben, wie sehen eigentlich die Präferenzen der Bevölkerung aus und wie sahen die Entscheidungen der Politiker in diesen Fällen aus. Und sie stellen dann fest, dass die Meinung des durchschnittlichen Amerikaners nur ein vernachlässig near zero, schreiben Sie, einen praktisch null Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Das heißt, wenn wir politische Entscheidungen haben,
der Wähler hat eigentlich diese Präferenz und möchte gerne in diese Richtung gehen, rechts. Die tatsächliche Entscheidung ist aber von jemandem ganz anders getroffen worden, von den Präferenzen entsprechender ökonomischer Machtgruppierungen, sodass Gielens und Page schließen, politische Entscheidungen werden von mächtigen Wirtschaftsorganisatoren einer kleinen Anzahl von wohlhabenden Amerikanern dominiert. Entweder ist die Süddeutsche oder der Russe. (lacht) 70% der Bevölkerung, schließen Sie aus Ihrer Untersuchung, nämlich die unteren 70% der Einkommens- und Besitzskala, haben überhaupt keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Diese Studie zeigt also ganz eindeutig, in den USA ist das etwas extremer noch als bei uns, das unterschließen Sie explizit, wir haben es nicht mehr mit einer Demokratie zu tun, sondern wir haben es mit einer Elitenwahloligarchie zu tun. Aus einem Elitenspektrum können periodisch bestimmte Elitengruppierungen gewählt werden. Dann ist natürlich verständlich, dass man durch einen demokratischen Prozess an dieser Ungleichheit nichts mehr ändern kann. 2005 gab es von dem Chefanalytiker, Aktienanalytiker der Citigroup und seinem Team gab es eine Analyse, wie ist eigentlich die Entwicklung der Wirtschaft der nächsten Jahre vorstellbar, und sie schließen, dass wir es mit einer, diesen Ausdruck haben sie dann erst gebildet, mit einer Plutonomie zu tun haben. Das heißt, die Wirtschaftsentwicklung wird getrieben und aber auch konsumiert von einer kleinen Schicht von Reichen. Ein Großteil der Bevölkerung ist mittlerweile ökonomisch irrelevant. Und sie schließen daraus, dass sie sagen, ihre Prognose ist, für die nächsten Jahre wird sich dieser Trend verstärken. Und da sie Empfehlungen für Großaktionäre geben, sagen sie, da kommt etwas auf uns zu. Einer der Multimilliardäre hat ja gesagt, er weiß, was auf uns zukommt, er sieht Mistgabeln. Und sie sagen, da kommt etwas auf uns zu, doch noch ist es nicht so weit. Ja, das ist unsere Aufgabe, diese Prognose zu falsifizieren. Lassen wir einen als ausgesprochen brillanten politischen Analytiker gelten, den dritten Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Günther Noller von der SPD. Der hat bereits 1978 gesagt, das Bewusstsein der Massen wird eines Tages reif sein, zu erkennen, dass die Arbeitsbedingungen, insbesondere die Folgen der Arbeitsteilung, inhuman sind. Das heißt, ihre Lage als ganzheitliche menschliche Wesen nicht entsprechen. Wenn dieses Gefühl von einer politischen Bewegung umgesetzt werden kann in eine massenhafte Empörung gegen diese Ungleichheit, dann wird die Lage kritisch. Ob unsere Demokratie die Kraft hätte, Maschinengewehre gegen revoltierende Arbeitermassen zu richten, bezweifle ich. Ein Noske, der 1919 erklärte, einer muss den Bluthund machen, scheint mir nicht am Horizont. An der Analyse, an dieser trockenen Analyse, würden wir auch heute noch sagen, da ist sicherlich etwas dran. Der Schluss erscheint mir etwas optimistisch. Denn ich denke, wenn die Situation da ist, dass die Zentren der Macht sich wirklich bedroht fühlen, dann wird es sicherlich auch keinen Mangel an Noskes geben, die bereit sind, sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß nicht, wie groß oder klein man als Prognose die Distanz zwischen, sagen wir, Schily, Schäuble und Scholz, wie groß die Distanz ist, das wird die Zukunft zeigen, dass wir wieder
diese Art von Gewaltexzessen bekommen werden. Ein Beispiel sind ja die Gelbwesten, die sich für die Machteliten überaus überraschend erfolgreich entwickelt haben. Die Nachdenkseiten, Herr Müller hat in diesem Artikel in den Nachdenkseiten etwas, was sonst in den Medien nicht vorkommt, auf die exzessive Staatsgewalt hingewiesen. Wir kennen diese Dinge von den G20-Protesten in Hamburg oder noch viel extremer vom G8-Gipfel 2001 in Genua, eine brutale, exzessive Polizeigewalt bis hin zu systematischen Folterungen. Interessant ist jetzt, dass wir uns deutlich machen müssen, das wird ja in der Presse wird immer wieder geschildert, dass die Demonstranten gewalttätig seien, Bierflaschen geworfen, Schaufenster eingeschlagen, Autos angezündet. Der Gewaltbegriff gehört ins politische Falschwörterbuch. Der Gewaltbegriff ist ideologisch durchdrängt. Als Gewalt werden Reaktionsweisen der Machtunterworfenen angesehen. Gewalt ist das, was einzelne nichtstaatliche Täter begeben. Nicht zur Gewalt zählen, und das ist aus einer offiziellen, es gab von der Bundesregierung eine Expertenkommission, die die Aufgabe hatte, zu sagen, was ist eigentlich Gewalt? Da war diese hochgradige Individualisierung der Gewalt. Nicht zur Gewalt zählen ausdrücklich staatliche Zwangs- und Sicherheitsorgane, Gewalt durch Zerstörung ökonomischer und ökologischer Lebensgrundlagen, Gewalt durch systematische Erzeugung von Angst und Unsicherheit, insbesondere auch Berufsunsicherheit, Jobunsicherheit, Gewalt durch Verletzung sozialer Menschenrechte und so weiter. Sie sollten also immer, wenn Sie in der Presse oder irgendwo auf den Gewaltbegriff stoßen, wie bei allen politischen Begriffen zunächst fragen, was ist damit gemeint und welche ideologischen Komponenten spiegeln sich darin wider. Die Folgen struktureller Gewalt, das ist sozusagen der ideologische Haupttrick, die strukturelle Gewalt, die massiv ausgelöst wird, wird auf das Individuum projiziert und dadurch individualisiert und pathologisiert. Auf diese Weise wird strukturelle Gewalt, das ist wie gesagt der Haupttrick, wird strukturelle Gewalt weitgehend unsichtbar gemacht. Nun zurück zu Scheidel. Was sagt er dazu? Ich nenne das einmal, was er dazu sagt, die Scheidelsche Drohung. Sie werden sehen, was ich damit meine. Scheidel sagt, wir alle, denen an einer größeren wirtschaftlichen Gleichheit gelegen ist, sind gut beraten, nicht zu vergessen, dass Fortschritte im Streben nach diesem Ideal der Gleichheit, abgesehen von ganz wenigen Aufgaben, auf Ausnahmen, stets mit ungeheurem menschlichen Leid erkauft wurden. Wir sollten uns gut überlegen, was wir wünschen. Vergessen Sie den Traum sozialer Ungleichheit. Das führt nur zu Gewalt. Das ist die Scheidelsche Drohung. Gleichheit, den Traum von der sozialen Gleichheit. Interessant ist auch hier wieder, wichtig ist ja, dass wir sozusagen politische Denkmethodologie üben und uns immer wieder die Sprache ansehen. Scheidel spricht von dem ungeheuren menschlichen Leid. Er meint das ungeheure menschliche Leid, das in der Geschichte dadurch entstanden ist, dass Leute gegen menschenunwürdige Zustände gekämpft haben. Er meint nicht das ungeheure menschliche Leid, das durch die Zustände, durch die Mechanismen, die zu diesen Zuständen geführt haben und durch die Zustände selbst entstanden ist. Hier sehen Sie schon wieder eine massive ideologische, im Grunde eine ideologische Verbrämung des Status quo. Die Scheidelsche Drohung sagt eigentlich, es gibt zum Jetzt keine Alternative, das sagt er auch ausdrücklich, es gibt zum Jetzt keine Alternative. Der Status quo ist, wie er ist, und er sagt, wir werden in Zukunft
Noch eine viel größere der Reformen nicht mehr greifen können, werden wir in den nächsten Jahrzehnten noch eine gigantische Steigerung der sozialen Ungleichheit bekommen. Das ist eine Schlussfolgerung. Jetzt müssen wir uns klar machen, was wollen wir denn eigentlich? Wir sollten uns durch die Scheidelsche Drohung nicht entmutigen lassen. Wir müssen sagen, was wir eigentlich wollen, sonst kann man nicht kämpfen. Wer das Ziel nicht kennt, kann sich auch im Weg nicht irren. Wenn wir uns nicht ganz klar machen, was wir eigentlich wollen, dann sind wir sozusagen leichte Beute, weil wir keinen angemessenen Weg überhaupt entwickeln können. Was wir wollen, will ich nur kurz in Erinnerung bringen. Das sind natürlich die Leitideale, die genau aus diesen Dingen entstanden waren, auch in der Aufklärung, ein Kampf gegen exzessive Ungleichheit. Wir wollen Schutzbalken errichten gegen Exzesse der Macht. Das war die Idee der Aufklärung, der Demokratie. Demokratie war der Versuch, Schutzbalken gegen Exzesse der Macht zu errichten. Und der wichtigste Schutzbalken basiert auf einem egalitären Prinzip, dass der Starke nicht mehr oder andere Rechte hat als der Schwache. Der Starke darf nicht einfach über den Schwachen herrschen. Das ist das egalitäre Grundprinzip, das liegt der Idee von Demokratie zugrunde, das liegt aber auch dem Völkerrecht zugrunde, weil das Völkerrecht gerade darauf basiert, dass starke Staaten nicht einfach mit weniger starken Staaten machen können, was sie wollen. Demokratie war also immer der Versuch, den inneren, den gesellschaftlichen, und den äußeren, den Frieden zwischen den Völkern, den inneren und den äußeren Frieden zu sichern. Das ist etwas, was nach den gigantischen Blutspuren der Geschichte in der Aufklärung als Leitideal entstand. Wie kann man die gigantischen Blutspuren der Geschichte in Zukunft verhindern? Und die Lösung war Demokratie. Was bedeutet Demokratie? Die bedeutet gerade Vergesellschaftung von Herrschaft. Es kann sich nicht einfach jemand, um Herrschaft zu legitimieren, auf seinen Titel, auf seinen Reichtum oder auf faktische Herrschaftsverhältnisse beziehen. Und die strikte Bindung aller Staatsapparate an das demokratisch gesetzte Recht. Auf den Punkt werde ich noch zu sprechen kommen, weil er ganz wichtig ist. Die Staatsapparate dürfen nicht mehr sein als eine Serviceabteilung des Volkes. Sie dürfen sich nicht gegen das Volk verselbstständigen. Demokratie ist also die radikalste Einhegung von Macht, die wir in der Geschichte gewonnen haben. Deswegen ist es verständlich, dass zu keiner Zeit die Herrschenden eine sonderliche Begeisterung über diese Idee hatten. Demokratie war nie von denen, die jeweils die Macht haben, in irgendeiner Weise gewünscht. Jetzt sind wir wieder in einem Widerspruch. Warum ist sie dann so erfolgreich, dass sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts als einzig legitimierte Herrschaftsform gilt? Hier ist wieder ein Widerspruch, den es aufzuklären gibt, weil Demokratie von denen, die Macht besitzen, nie jemand wirklich wollte. Die Antwort ist, eine Elitenherrschaft, wir lassen die eigentliche Herrschaft bei den Eliten und diese Eliten legitimieren sich dadurch, dass sie alle 4 Jahre Teile aus dem Elitenspektrum wählen lassen. Die hat für die Machtausübenden einen großen Vorteil, weil sie gewalttätige Konflikte zwischen Elitengruppierungen, auch die Eliten gibt es völlig, ist ein ganz heterogener Haufen, die haben ganz unterschiedliche Interessen und diese Interessen haben sich häufig auch gewaltsam in der Geschichte entladen, sodass es auch da Schlussfolgerungen aus der Geschichte gibt, wie können wir die Entladung von Konflikten zwischen den Eliten vermeiden. Das war der eine Grund.
dass sie gesagt haben, ach, Demokratie ist ja eine gute Idee, es bleibt ja in der Familie. Wir machen ja nur eine Auswahl aus Elitengruppierungen, aber wir verhindern dadurch, dass sich Interelitenkonflikte gewaltsam entladen. Der zweite Grund war auch relativ explizit, Demokratie ist doch der beste Trick einer Revolutionsprophylaxe, weil das Volk jetzt natürlich der Auffassung ist, ja, es sind ja wir, die herrschen, und wenn was schiefläuft, haben wir es doch. Wir haben doch die Entscheidung getroffen für das, was ist. Das heißt, Demokratie war sozusagen ein Sedierungsinstrument fürs Volk. Ich gebe Ihnen hier zwei Zitate, weil es vielleicht für den einen oder anderen doch ungeheuerlich klingt. Zwei Zitate von zwei der renommiertesten jüngeren Ökonomen der USA, einer MIT, einer Harvard. Danny Roderick sagt, wenn die Elite gespalten ist, das heißt ja gerade, es gibt Interelitenkonflikte, kann sich die Demokratie als ein System der Machtteilung zwischen den Eliten herausbilden. Wenn die Eliten die Nicht-Eliten nicht mehr in Schach halten können, können sie eine Wahl durch die Nicht-Eliten vorziehen, anstatt mit der Aussicht auf Instabilität und Revolution konfrontiert zu sein. Demokratie ist ein Trick der Revolutionsprophylaxe. Das ist eine ganz nüchterne, recht unideologische Analyse der Geschichte, warum Demokratie attraktiv angesehen wurde. Und Darin Acemoglu vom MIT schreibt, wenn die Kosten der Repression hinreichend hoch sind und Versprechen auf Konzession, ein Entgegenkommen an Wünsche des Volkes, nicht mehr glaubwürdig sind, dann sind die Eliten gezwungen, Demokratie zu kreieren. Demokratie ist eine machtökonomische Strategie, bestimmte Probleme, die Eliten haben, zu lösen. Also wir müssen diese nüchternen ökonomischen Analysen in Kontrast setzen zu der netten Geschichte, die wir in der Schule über die Entstehung von Demokratie lernen. Weil Demokratie immer so eine radikale Einhegung von Macht bedeutet, war sie immer in der Geschichte mit der Reaktion der Machteliten konfrontiert, dass es, je erfolgreicher sie wurde, umso größer stieg die Gefahr einer Konterrevolution. Und wie Sie vielleicht wissen, unser Modell der repräsentativen Demokratie, was von den Gründervätern in den USA entwickelt worden war, ist das Produkt einer Konterrevolution von Großgrundbesitzern und Sklavenhaltern, denen die Ideale, die im Laufe der amerikanischen Revolution entstanden sind, da gab es sehr viele radikaldemokratische tatsächlich Bestrebungen, sie hatten Sorge, dass es letztlich ans Eigentum geht. Und wenn etwas sakrosankt ist, dann ist es natürlich das Eigentum. Die Eigentumsverteilung darf nicht angetastet werden. Deswegen kamen sie explizit mit der Idee mit repräsentativer Demokratie, weil sie sagten, das klingt wie Demokratie, aber ist keine. Das heißt, die Erfolgsgeschichte der modernen Demokratie beruht eigentlich auf einem ganz schlichten Trick, einer semantischen Verschiebung des Bedeutungsbegriffs. Man hat ihn benutzt und hat aber einfach was anderes, das ist schon Orwellsch, was anderes draus gemacht. Ich gebe Ihnen hier nur ein Zitat einer renommierten Sozialhistorikerin, Ellen Maxins Wood, die sagt, die Idee der repräsentativen Demokratie diente von Anfang an der Demokratieabwehr und wurde als ein Mittel verstanden, um das Volk von der Politik fernzuhalten und eine besitzende Oligarchie mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten. Auch hier sehen Sie wieder, wie weit sozusagen die offizielle Story zu unserer repräsentativen Demokratie tatsächlich von der geschichtlichen Entwicklung abweicht.
Das ist von ganz vielen natürlich, das ist offensichtlich, für Historiker sind in den letzten Jahren eine Reihe von unglaublich detaillierten Studien zu dieser Geschichte entstanden. Die Literatur gebe ich ja auch. Das ist immer wieder von vielen angemerkt worden. Ich will Ihnen nur hier ein Beispiel geben von Anton Pannekoek. Das war ein großer niederländischer Astronom und Astrophysiker, ganz berühmt. Nach ihm ist sogar, falls Sie mal nach oben kommen, ein Mondkrater benannt. Und Pannekoek ist der brillanteste Theoretiker der Rätedemokratie. Und er schreibt, die ausgebeuteten Massen sollen zwar die Überzeugung, das heißt die Illusion hegen, dass sie durch den richtigen Gebrauch des Stimmzettels ihr Schicksal selbst in der Hand haben, dass es also ihre eigene Schuld ist, wenn sie nicht zufrieden sind. Aber in der Praxis ist durch eine geschickte Struktur, und damit meint er genau dieses Repräsentationssystem, des politisch-parlamentarischen Apparats dafür gesorgt, dass der Willen der Massen keine politische Wirksamkeit haben kann. Das ist genau das, was heute empirisch durch die Studie, die ich Ihnen genannt habe, von Gillens und Page, empirisch der Fall ist. Was sind nun die klassischen Wege des Demokratiemanagements? Nun, da hat es im Grunde schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts gewaltige Initiativen gegeben. Wie kann man Demokratie so gestalten, dass sie für die Mächtigen risikofrei ist? Das nannte man Taking the Risk Out of Democracy. Wie kann man das Risiko aus der Demokratie, dass das Volk vielleicht nicht so will, wie es wollen soll, wie kann man das beseitigen? Dazu haben unter massiver Hilfe, das war sozusagen in gewisser Weise nicht die Geburtsstunde der Sozialwissenschaften, aber der Kulminationspunkt einer rasanten Entwicklung von Sozialwissenschaften und Psychologie. Sozialwissenschaften und Psychologie haben große Beiträge dazu geleistet. Wie kann man das machen? Das wurde auch zu der Zeit noch explizit, heute redet man nicht mehr so offen, man wurde gesagt, man muss die Apathie in der Bevölkerung steigern. Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie keine ist und wenn der größte Teil der Bevölkerung politisch apathisch ist. Haben wir heute eigentlich toll, also bis natürlich die Anwesenden, haben wir heute weitgehend erreicht. Wie lässt sich das Volk von der Politik fernhalten? Man muss das Bewusstsein so manipulieren, dass sie unfähig sind, angemessene Schlüsse aus den täglichen, wenn sie jeden Tag Nachrichten lesen, angemessene Schlüsse aus ihren politischen Erfahrungen zu ziehen, nämlich zu begreifen, dass sie bei allen relevanten Entscheidungen überhaupt keinen Anteil haben. Dieses Gefühl der Ohnmacht ist die tägliche Erfahrung vom größten Teil der Bevölkerung. Wie kann man verhindern, dass sie daraus Schlussfolgerungen ziehen, außer depressiv zu werden? Da wurden, will ich nur jetzt kurz die Stichworte nennen, da wurden alle möglichen Techniken entwickelt. Wie kann man das Volk dazu kriegen, dass es Falschidentitäten entwickelt, dass man sich nicht mehr mit einer Klasse, mit einem Klasseninteresse verbindet, sondern damit, welche Zigaretten man raucht, welches Smartphone man hat und so weiter. Also die Technik, Falschidentitäten zu erzeugen, die wurde sozusagen zur Perfektion entwickelt. Konsumismus, Überflutung von Nichtigkeiten. Der überwiegende Teil der Nachrichten, die Sie in der Zeitung lesen, sind politisch völlig irrelevant. Das ist einfach die Überflutung mit Nichtigkeiten, dass Sie den Eindruck am Abend haben, mein Gott, habe ich heute wieder viel gelesen, was es alles so gibt. Und ganz wichtig ist natürlich ein Empörungsmanagement. Man muss verhindern, dass sich die Veränderungsenergie des Volkes auf die Zentren der Macht richtet. Man muss systematisch Scheinziele offerieren, auf die sich dann die Veränderungsenergie richten kann. Man muss Ablenkziele haben.
Das ist nichts Neues. Da können wir nicht den Neoliberalismus nur für verantwortlich machen. Denn Karl Jasper sagte bereits 1967, das war vor dem Siegeszug des Neoliberalismus, in seinem, er hatte ein Buch geschrieben, wohin geht die Bundesrepublik, und hatte dann sich mit den Kritikern auseinandergesetzt. Dann gab es ein Nachfolgebuch, Kritik zu diesem Buch. Und da schreibt er, paradox könnte man sagen, wir stehen in dem Zerfall einer Demokratie, die bei uns eigentlich noch gar nicht da war. 1967. Wir verrotten, ohne dass eine Substanz verrottete, die gewesen wäre. Das ist meine Eingangsfrage. Was ist eigentlich dieses Etwas, was da gemanagt wird? Und Jaspers sagte 1967 bereits, da ist ja gar kein Etwas mehr. Weil dieses Etwas, was man hätte managen können, noch gar nicht richtig entstanden ist. Das erscheint uns, eine solche Aussage, scheint uns heute eigentlich so ungeheuer wie damals, obwohl sie viel, viel dramatischer, was sich seit 1970 ereignet hat, ist viel, viel dramatischer. Trotzdem erscheint sie uns heute noch ungeheuerlich. Und deswegen ist es große Arbeit, sehr akribisch hinzuschauen, warum ist das so? Wir wollen ja nicht einfach eine These haben, wir wollen empirische Belege dafür. Warum ist das so, wie er das beschrieben hat? Ein wichtiges Mittel und zugleich auch ein Indikator für eine Entdemokratisierung der Demokratie ist die Ermächtigung der Exekutive zulasten des Parlaments, der Legislative. Das Parlament ist die Volksvertretung, auch in einer repräsentativen Demokratie. Dem Lehrbuch nach darf die Exekutive nicht mehr sein als eine Serviceabteilung der Legislative. Die Exekutive heißt Exekutive, weil sie demokratisch gesetztes Recht ausführen soll. Die Exekutive darf sich nicht verselbstständigen. Wir haben insbesondere seit dem Siegeszug des Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten eine gigantische Entmachtung des Parlaments zugunsten der Exekutive. Das ist, und das ist ein völlig unstreitiger Befund von allen Politologen, wenn die Exekutive sich selbst ermächtigt, dann ist sozusagen Demokratie am Ende. Denn die wichtigste Einsicht der Aufklärung war ja nicht die athenische Idee von Demokratie mit Wahlen und Mehrheitsentscheidung. Die wichtigste neue Einsicht der Aufklärung war die Bedeutung einer strikten Gewaltenteilung. Die strikte Gewaltenteilung ist der einzige Sicherheitsbalken, der uns dafür schützt, dass Macht genau das entfaltet, was sie immer entfaltet. Macht drängt immer nach mehr Macht. Das ist sozusagen die Logik der Macht. Wir müssen also Sicherheitsbalken haben, die verhindern, dass Macht nach mehr Macht drängt. Die Exekutive hat eine Macht, sie hat immer danach gedrängt, mehr Macht zu entfalten, und zwar auf Lasten der Legislative. Das ist ein Prozess, der heute so gigantisch sich entwickelt hat und der zugleich, wenn Sie darüber nachdenken, der ist für die Bevölkerung fast unsichtbar. Das, was da passiert ist, würden Sie nicht zu unserer Tabelle von täglichen Sorgen, würden Sie nicht schreiben, die Selbstermächtigung der Exekutive zulasten der Legislative. Das heißt, wir haben eine Aushöhlung über diesen Prozess, den wir eigentlich nicht mitkriegen. Das ist der neue Weg, was ich im Titel ja, neue Wege des Demokratiemanagements. Das stimmt natürlich nicht mehr. Wir haben keine, das sagt ja Jaspers gerade, wir haben nicht neue Wege des Demokratiemanagements, weil das etwas, was man managen könnte, schon gar nicht mehr da ist. Wir haben jetzt neue Wege des Bevölkerungsmanagements. Das ist das, was im Neoliberalismus auch explizit gesagt wird. Man muss die Bevölkerung managen und man muss die ökonomisch irrelevanten,
die muss man disziplinieren, die kann man nicht mehr managen, die müssen diszipliniert werden. Das sind explizite Aussagen aus dieser Literatur. Ein Verfahren, wie man diesen Prozess der Bindung der Staatsapparate an demokratisch gesetztes Recht aushöhlen und zerstören kann, ist das, was Ingeborg Maus, die wohl brillanteste Rechtstheoretikerin der Gegenwart, was Ingeborg Maus die Refeudalisierung des gesamten Rechtssystems genannt hat. Was bedeutet das? Refeudalisierung heißt ja, wir kehren wieder zu Zuständen des Feudalismus zurück. Was waren denn die Kennzeichen der Zustände im Feudalismus? Die Exekutive versucht, einen permanenten Ausnahmezustand zu erzeugen, sodass sie über diesen permanenten Ausnahmezustand an kein demokratisch gesetztes Recht mehr gebunden ist. Das sehen Sie überall, das wird in Frankreich massiv benutzt, das wird in Spanien massiv benutzt, kommt in der Presse natürlich gar nicht vor. Manchmal sagt man, in Ungarn ist ein bisschen unschön, aber wenn das Gleiche in Spanien passiert, ist eigentlich nicht so schlimm. Wie macht man das? Wie kann man der Exekutive Zugriff eigentlich auf demokratisch gesetztes Recht geben? Man macht das, wo man beim Rechner oder bei der Software sagen könnte, wir bauen in scheinbar demokratisch gesetztes Recht, bauen wir Hintertüren ein. Und in diese Hintertüren kann man sozusagen einfallen, um dieses Recht nach eigenem Gusto anzuwenden. Ingeborg Maus spricht davon, dass das Parlament eigentlich nur noch Gesetzesattrappen verabschiedet. Und diese Attrappen sind gefüllt mit unbestimmten Rechtsbegriffen, die erst situativ in der Anwendung des Gesetzes von denen, die es anwenden und denen, die eigentlich davon betroffen werden, situativ ausgehandelt wird. Das heißt, in das Gesetz werden Hülsen eingebaut, wird ganz massiv auch im Umweltrecht so betrieben, dass man sagt, dieses Gesetz muss so umgesetzt werden, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik und nach den jeweiligen Bedingungen, dann stehen solche Hülsen da drin, sodass, wenn man dann eintritt, wie ist dieses Gesetz anzuwenden, sich mit Bayer Leverkusen trifft und sagt und ihr uns doch mal, wie der Stand der Technik ist, damit wir dann das Gesetz so um, oder mit der Autoindustrie. Das heißt, der Trick, der diesen Zugriff gibt, sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die bewusst unbestimmt sind, damit man sie situativ mit denen, und wer hat dann die Möglichkeit beim Aushandeln, wie Gesetze anzuwenden sind, haben natürlich die ökonomisch Stärkeren ganz andere Möglichkeiten des Aushandels, als wenn sie sagen, ich mache da auch mal mit. Ein Begriff, den Sie sicherlich mitgekriegt haben, weil er im Moment überall Eingang ins Polizeirecht findet, was auch ganz eigenartig ist, dass die Polizei ihr eigenes Recht macht. Nur die Legislative kann demokratisch Gesetzesrecht machen. Die Polizei macht ihr eigenes Recht, arbeitet genauso wieder mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Ein Beispiel haben Sie sicherlich mitgekriegt, der neue Rechtsbegriff des Gefährders. Der Gefährder ist nicht jemand, Recht und vor allen Dingen Strafrecht kann sich eigentlich nur auf eine Handlung beziehen. Der Gefährder ist nicht derjenige, der eine strafrechtlich relevante Handlung begangen hat, sondern einer, der nicht mehr so ganz zuverlässig ist und vielleicht mal abends einen Gedanken daran hatte, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, weil er dadurch ein Gefährder ist, dass er ja potenziell, wenn er sich so radikalisiert und weiterentwickelt, dann könnte er ja mal auf eine Demo gehen oder irgend so etwas machen. Das Polizeirecht ermöglicht mittlerweile den Gefährder, selbst die Süddeutsche, Brandlatte ausgiebig darüber berichtet und sagt, das Polizeirecht ermöglicht jetzt eine Unendlichkeitshaft für Gefährder. Der Gefährder kann lebenslang, unendlich lange, ohne Gerichtsbeschluss in Haft genommen werden, weil er ja ein Gefährder ist. Der Begriff des Gefährders ist aber völlig unbestimmt, weil die Polizei in jeweiligem Kontext sagt, wer ist jetzt ein Gefährder? Ja, wenn Sie den gleichen
Kontext jetzt sagen, ich übertrage das Konzept mal aufs Politische, dass alle Politiker, die vielleicht nicht ganz fest demokratische Absichten haben, sind ja Gefährder, weil sie an der Demokratie knabbern, dann wäre das Parlament ziemlich schnell entleert und die Gefängnisindustrie hätte einen Bauboom. Also das ist ein Trick, wo uns ganz schwer fällt, zu sehen, welche massiven Konsequenzen der eigentlich hat. Grundrechte, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit können ausgesetzt werden. Vielleicht haben Sie auch da die Rechtsprechung, die gegenwärtig um sich greifen, mitgekriegt, anlässlich der G20-Demonstrationen. Wo die Anwesenheit an einer Demonstration reicht, dass wenn die Demonstrationen gewalttätig sind, sind sie Gewalttäter. Auch wenn sie nicht selbst gewalttätig waren, und jetzt kommt noch einen drauf. Wenn Sie von einer Demonstration, die 4 Stunden später gewalttätig wird, vorher weggegangen sind, dann sind Sie immer noch für die Ausschreitung verantwortlich und können wegen Gewalt verurteilt werden, weil Sie allein durch das Hingehen zu einer Demo, jetzt kommt wieder der unbestimmte Rechtsbegriff, einen gemeinsamen Tatentschluss gefasst haben. Also bereits, wenn Sie Büroangestellter bei Bayer sind, haben Sie einen gemeinsamen Tatentschluss für Korruption bei Bayer gefasst und sind mitverantwortlich dafür. Und Sie sehen sofort diese unbestimmten Rechtsbegriffe, mit welchem Ziel die eigentlich da eingeführt werden. Und jetzt sehen Sie auch, wozu das dient. Das ist natürlich schon eine antizipierende Disziplinierung, dass man sich in Zukunft überlegt, gehe ich auf eine Demo? Denn es könnte ja sein, dass da jemand eine Bierflasche wirft, eine Scheibe einwirft oder ein Mann vom Verfassungsschutz, der nur zur Beobachtung da ist, ihm eine Bierflasche entgleitet. Dann sind Sie natürlich immer mit dran, sodass das dazu führt, dass man sagt, nein, Demonstration gucke ich mir in Zukunft lieber am Bildschirm an. Ingeborg Maus sagt, das ist einer der Haupttricks. Wir messen dem gar keine angemessene Bedeutung zu. Politische wie soziale Herrschaft kann sich am ungehemmtesten durch völlige Entformalisierung, das ist, wenn das Recht mit unbestimmten Rechts, wenn es nicht mehr formal spezifiziert ist, durch völlige Entformalisierung des Rechts verwirklichen. Und das ist genau das, was die Formalisierung was die Feudalisierung bedeutet. Dazu gehört auch, haben Sie vielleicht auch nicht mitgekriegt, obwohl es eine der wichtigsten Entwicklungen im Recht ist, dass die Entwicklung eines Feinstrafrechts, das ist schon etwas länger im Gange, einer der renommiertesten Strafrechtler der Bundesrepublik, Günther Jacobs, hat schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, dass wer keine hinreichende kognitive Sicherheit personalen Verhaltens leistet, kann nicht nur nicht erwarten, noch als Person behandelt zu werden. Der prinzipiell Abweichende bietet keine Garantie personalen Verhaltens, deswegen kann er nicht mehr als Bürger behandelt, sondern muss als Feind bekriegt werden. Der Entzug elementarer Bürgerrechte für den, der nicht kognitive Sicherheit bietet, da fallen wir wahrscheinlich alle drunter hier, darf nicht, schreibt er sogar, darf nicht mehr als Bürger behandelt werden, der verliert alle Bürgerrechte, der kann auch gefoltert werden, weil für ihn keine Bürgerrechte mehr gelten, sondern der fällt in die Feindkategorie, das sind alles Dinge, die von Karl Schmitt, dem Kronjuristen des Dritten Reiches, entwickelt worden sind. Das ist mittlerweile eine Diskussion, der sich viele und eine Haltung, viele Staatsrechtler, Strafrechtler angeschlossen haben, beispielsweise Otto Deppenheuer in Köln, eine der wichtigsten Einflussfiguren für Wolfgang Schäuble ist. Deswegen finden wir ja immer wieder, können Sie sich vielleicht daran erinnern, auch bei Schäuble, die Tendenz Folter muss unter gewissen Umständen, also man darf jetzt nicht zu prinzipiell sein Abschuss eines Passagierflugzeuges. All diese Dinge müssen erlaubt sein. Sicherheit ist das höchste Gut in einer Gesellschaft.
Also Sie sehen, das hat alles ganz massive Auswirkungen. Hier ist ein massiver Entdemokratisierungsprozess. Wir haben eine, Ingeborg Maus sagt, wir haben eine Privatisierung des Rechts. Der ökonomisch Starke kann über diese unbestimmten Begriffe, kann er die Rechtsanwendung bestimmen. Und wir haben nicht nur eine Privatisierung des Rechts, sondern wir haben überall die Netzwerke der ökonomisch Mächtigen, haben wir mittlerweile eine massive Privatisierung der Politik. Die Politik wird von den ökonomisch Mächtigen privatisiert und damit sind wir mittlerweile in einer Machtkonzentration durch diese globalen Verpflichtungen, die alles, sagen die entsprechenden Historiker, die alles übertrifft, was wir im Feudalismus je hatten. Wir kriegen es nicht mit, weil man sagt, das sind ja juristische Diskussionen, das sind Dinge, die mich heute eigentlich nicht betreffen. Ich gebe Ihnen zwei Literaturen hierzu, weil ich glaube, das wird für manche von Ihnen so ungeheuerlich sein, was ich gerade nur angedeutet habe, dass man das sorgfältig nachlesen sollte. Es gibt ein Buch, was sehr gut auch als Einstieg zu lesen ist. Sind übrigens beides, wir sprachen über lokal, sind beides Frankfurter. Sie können es darauf vertrauen. Günter Frankenberg, Staatstechnik, und Ingeborg Maus, Justiz als gesellschaftliches Über-Ich. Da finden Sie im Detail und auch in sehr großer Tiefe, vor allen Dingen bei Ingeborg Maus, die Begründung. Jetzt wird natürlich ein solches Demokratiemanagement wird besonders wichtig bei kapitalistischen Demokratien, weil kapitalistische Demokratien ein Widerspruch in sich sind und das fällt gelegentlich dem einen oder anderen auf. Und deswegen muss man diese Widersprüche, die da entstehen, die muss man irgendwie neutralisiert kriegen. Dass Demokratie und Kapitalismus in einem Widerspruch stehen, das ist eigentlich auch seit je bekannt und auch immer wieder ganz offen gesagt worden. Die Gründe sind auch da relativ einfach. Der Begriff, ich zitiere jetzt durch Chomsky, der Begriff kapitalistische Demokratie ist gleichsam ein Widerspruch in sich, wenn wir damit ein System verstehen, in dem normale Leute ausreichende Mittel besitzen, an den Entscheidungen teilzuhaben, die ihr Leben und das Wohl dieser Gemeinschaft betreffen. Wirkliche Demokratie kann nur durchgesetzt werden, wenn das gesamte radikal antidemokratische System des Konzernkapitalismus vollständig abgeschafft ist. Also kapitalistische Demokratie kann es nicht geben, das wurde schon im 19. Jahrhundert gesagt, entweder Demokratie oder Kapitalismus. Dieser Widerspruch tritt besonders bei Krisen zutage. Ich nenne ihn hier Franz Neumann, ist einer der bedeutendsten Politologen, tatsächlich einer der Gründer des Faches der Politologie. Der sagt, die kapitalistische Demokratie oszilliert immer zwischen Konjunkturen und Krisen des Kapitalismus und dabei zwischen liberalen und autoritären Formen. Wir sind mit dem Neoliberalismus in eine extrem autoritäre Form des Kapitalismus eingetreten. Der Neoliberalismus ist dezidiert, auch von seinen Gründern immer, dezidiert antidemokratisch. Der ist ein antidemokratisches Projekt, dem es gerade darum geht, sozusagen Demokratie unmöglich zu machen, weil er sagt, Demokratie ist ein Markteingriff, Demokratie ist eine Marktstörung, das müssen wir vermeiden. Hier ein anderes Zitat, die Unfähigkeit der real existierenden bürgerlichen Demokratie, den Kapitalismus angesichts der gigantischen Machtzuwachs des Kapitals zu reformieren. Das schließt wieder an den Eingang an. Die neoliberale Ideologie ist eine dezidiert autoritäre Form. Sie sagt, nur der freie Markt verkörpert Rationalität und deswegen darf der freie Markt nicht behindert werden. Nur der freie Markt verkörpert Rationalität. Der freie Markt reguliert sich selbst, der freie Markt kontrolliert sich selbst und der freie Markt ist jeder Rechenschaftspflicht entzogen. In der neoliberalen Markttheologie hat der Markt eine gottgleiche Position.
Autoritärer kann man eine Gesellschaft nicht gestalten. Deswegen müssen die Marktkräfte sich selbst überlassen werden und Demokratie ist nichts anderes als ein Markt, eine Marktstörung und damit zu vermeiden. Das sind explizit die Positionen des Neoliberalismus. Der hatte eine enorm große Wirkung, weil er endlich den Reichen wieder eine Hausphilosophie, der Neoliberalismus ist ja ganz schnell zu verstehen. Jeder Journalist kann in einem Nachmittag das Vokabel des Neoliberalismus verstehen. Reformen weitertreiben, Sozialstaat abbauen, Steuer senken und noch ein paar Dinge. Sie können innerhalb von einer Stunde können Sie sich die neoliberale Ideologie anleiten. Das entlastet kognitiv ein wenig. Das wurde dann ganz schnell zur Hausphilosophie der Reichen, weil es jetzt der Umverteilung, der neoliberalen Umverteilung, eine Scheinrationalität gegeben hat. Und es ist zugleich eine andere Art der Revolutionsprophylaxe, weil der Neoliberalismus eine ganz tolle Ideologie hat. Das ist die einzige Ideologie, die sagt, ich bin keine Ideologie, ich bin pure Rationalität. Der Neoliberalismus verschleiert sozusagen seinen ideologischen Gehalt, indem er leugnet, eine Ideologie zu sein. Und er sagt, nein, nein, wir beschreiben ja nur die Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetzmäßigkeiten des Marktes. Und der Markt macht das eben so. Das hat ja nichts mit menschlichen Eingriffen zu tun. Das sind die Gesetze des Marktes. Und zu Naturgesetzlichkeiten gibt es wie beim Wetter keine Alternativen. Der Neoliberalismus hat deswegen keine Alternativen, weil er sagt, wir sind doch nur Naturgesetzlichkeiten. Das ist die beste Revolutionsprophylaxe, weil das Volk sagt, was soll man dagegen machen? Die Märkte haben entschieden. Der Neoliberalismus brachte neue Entwicklungen mit sich, nämlich gigantische Machtstrukturen, eine gigantische Vernetzung, weil er eine Homogenisierung der Eliten mit sich brachte. Auch übrigens eine ganz dramatische Homogenisierung der Medien ab den 80er Jahren, die davon abhängt von der Homogenisierung der Eliten. Es entstanden gigantische Machtstrukturen, die sich nicht mehr richtig greifen lassen. Wir sind ja Sinneskonkretisten. Diese Machtstrukturen lassen sich nicht mehr richtig greifen, weil sie so abstrakt sind. Die jeder Rechenschaftspflicht entzogen sind und die öffentlich unsichtbar sind. Und die zugleich dazu führen, dass staatliche Organisationsstrukturen mit ökonomischen verschmelzen und verrechtlicht werden. Der Neoliberalismus hat wie nie zuvor Mechanismen geschaffen, durch die sich ökonomische Macht in politische Macht transformieren lässt. Das Kennzeichen der Moderne nach der Aufklärung war gerade die Entdifferenzierung ökonomischer und gesellschaftlicher Macht. Dieser Prozess ist vollständig rückgängig gemacht worden durch den Neoliberalismus, der ein gigantisches Arsenal von Möglichkeiten entwickelt hat, wie lässt sich ökonomische Macht in politische Macht transformieren. Konkretes Beispiel, Forbes, revolutionsunverdächtig, sagen 147 Kompanien kontrollieren de facto alles, weil sie durch Verzahnung auf ihrer Leitungsebene so miteinander verflochten sind und selbst wiederum in anderen Strukturen, in Metastrukturen miteinander verflochten sind, dass gegen den Willen dieser Konzerne eigentlich nichts durchsetzbar ist. Das ist keine These, das sind empirische Untersuchungen, ich gebe Ihnen hier die Literatur, das sind empirische Untersuchungen auf Basis eines riesigen Datensatzes einer Netzwerkanalyse, wie die tatsächlichen Machtverhältnisse beschaffen sind. Es gibt also mittlerweile einen großen empirischen Untersuchungsbereich, der heißt Power Structure Analysis, einen empirischen Bereich, der sagt, wie sind denn tatsächlich die Zentren der Macht beschaffen? Jetzt darf man das nicht nur wieder individualisieren als Konzerne, sondern wir müssen das im Kontext sehen, dass all diese Konzerne wiederum vernetzt sind über Stiftungen, Thinktanks, wirtschaftlich, kulturelle Netzwerkstrukturen und so weiter, über die sie eine ideologische Abstimmung über Zielsetzungen und Strategien machen.
die können sich abstimmen über diese riesigen Netzwerke und Thinktanks und Stiftungen, falls sie divergierende Ziele haben, bevor ihr Dissens nach außen wirksam wird, können sie sich abstimmen und auf Strategien einigen. Und sie können Konflikte über unterschiedliche Ziele, sogenannte Interelitenkonflikte, schlichten und Narrative für die Öffentlichkeit entwickeln. Das ist genau diese Abstimmung, die der Linken fehlt. Wir haben eine gigantische Asymmetrie auf der Ebene der Strategieentwicklung. Jetzt kommt der interessante Punkt, was folgt daraus? Wir hatten vorhin Acemoglu, den Ökonomen, gehört, der gesagt hat, Demokratie hat für die Eliten den Vorteil, dass man über Demokratie Inter-Eliten-Konflikte auf friedliche Weise schlichten kann. Jetzt ist durch den Neoliberalismus eine Situation entstanden, wo die Zentren der Macht sagen, brauchen wir gar nicht mehr. Den Trick, über Demokratie Inter-Eliten-Konflikte zu schlichten, brauchen wir gar nicht mehr, weil wir andere Mechanismen geschaffen haben, wie wir uns über unterschiedliche Zielsetzungen und Strategien einigen können, nämlich diese Verflechtung in Netzwerken. Damit verliert Demokratie vollständig von dem, was sie an historischer Attraktivität aus Sicht der Eliten einmal hatte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie lässt sich jetzt verhindern, dass die Zentren der Macht sichtbar werden? Da gibt es zwei Wege, physische Repression und psychische Repression, wie man das verhindern kann, sozusagen Panzer oder Psychologie. Physische Repression hat eine Reihe von Nachteilen, hat häufig Kosten. Darüber wurden sich die Machteliten sehr klar. Und sie haben dann Folgendes gemacht: Wenn die Kosten einer Vermeidung von physischer Repression höher liegen als die Kosten der Anwendung physischer Repression, dann haben sie nicht die geringste Hemmung zu exzessiver physischer Gewalt. Das deutete sich ja auch schon im Acemoglu-Zitat an. Es gibt keine moralische Hemmung, Gewalt anzusetzen oder physische Repression, sondern nur eine machtökonomische, also eine Kostenabwägung. So, das ist jetzt ein großes Problem, dass wir uns darüber keine falschen Vorstellungen, keine Illusionen hingeben, mit welchen Widerständen, massiven Widerständen wir eigentlich rechnen müssen, sobald wir auf die Zentren der Macht zielen. Jetzt kann man natürlich die Zentren der Macht auch noch auf anderem Wege, auf psychologischem Wege, versuchen, unsichtbar zu machen. Ein Beispiel gebe ich Ihnen hier, ein ganz schlichtes, aber gegenwärtig sehr beliebt. Zentren der Macht, Schafe, unsere Metapher. Wie kann man verhindern, dass es überhaupt thematisiert wird? Das ist übrigens eine ganz auch viel diskutierte Geschichte. Man will verhindern, dass überhaupt diskutiert wird, dass es Zentren der Macht gibt. Starten Sie die Diskussion im Freundeskreis, sprechen Sie von den Zentren der Macht. Sagen Sie, wieso Zentren der Macht ist der Bundestag? Sobald Sie überhaupt von Zentren der Macht sprechen, muss die Diskussion unterbunden werden. Und da hat man ein ganz tolles Instrument. Ne? Hier sagt unser Schaf, was nicht die nötige kognitive Sicherheit bietet, im Feinstrafrecht sagt, Vorsicht, der Mann und der Hund arbeiten zusammen. Und hör doch endlich mit deinen Verschwörungstheorien auf. Klingt ziemlich paranoid, der Typ. Das ist... Und die anderen sagen nur, yeah. Also man kann auf relativ einfache Weise, kann man Diskurse blockieren, indem man bestimmte Themen einfach ächtet. Und das geht ziemlich schnell. Sie kennen das Vokabular, Querfront und so weiter, wie man Diskurse einschränken kann.
Das ist ein Punkt, den der große Philosoph und politische Aktivist Bertrand Russell schon in den 20er Jahren festgestellt hat. Es besteht die große Gefahr, dass die Psychologie den Mächtigen neue Waffen an die Hand gibt. Damit werden diese in der Lage sein, Ängstlichkeit und Fügsamkeit zu erzeugen und die Masse der Menschen immer wie Haustiere zu halten. Vielleicht war, sagt er, hellsichtig, Demokratie nur eine vorübergehende Phase. Wenn dies so ist, wird die Psychologie dazu dienen, die Untertanen in geistige Ketten zu legen. Deswegen ist es wichtig, die Demokratie zu sichern, bevor die Technik der Unterdrückung perfektioniert ist. Hätten wir es eher gelesen, ist jetzt... Die Psychologie hat ihr Bestes gegeben, um diese Techniken zu perfektionieren. Die sind von einer Subtilität, heute heißen sie ja Soft Power, kommt ja auch, ich habe viele Beispiele im Buch gegeben, heute heißt es Soft Power, wie man die Herde auf Kurs halten kann. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Ich zeige Ihnen, und zwar ganz banal, aber es hat trotzdem gewisse Subtilitäten. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein paar Spielkarten und bitte Sie, sich Ihren Favoriten an Spielkarte zu merken. Und ich werde Ihnen dann zeigen, was Ihr Favorit war, den Sie sich gemerkt haben. Das ist natürlich nicht überraschend, wenn Sie eine Präferenz haben und sagen, psychisch, ich bin jetzt attached zu dieser, das ist meine Lieblingskarte, dann entsteht in Ihnen eine psychische Energie. Psychische Zustände sind ja nichts anderes als Informationen. Informationen hängen nicht am Körper. Diese psychische Energie, die Sie gleich produzieren, die springt hier in den Raum und verdichtet sich wie ein Hologramm in der Mitte des Raumes. Ich greife die dann einfach nur ab und zerlege sie dann wieder in die individuellen Komponenten. Also das ist ganz einfach, weil ich ja auch ausgebildeter Mentalist bin. Also, schauen Sie hin, merken Sie sich eine Karte, die Ihre Lieblingskarte ist, bitte intensiv, ich brauche die Hologrammwolke. Haben Sie es? Jetzt hole ich Ihre Karte raus. Habe ich jemanden nicht erwischt? Nein? Dann sind Sie Zombie, gilt nicht. Oder am Gedächtnisverlust, dass Sie Ihre Karte nicht gemerkt haben. Wir finden schon eine Ausweichregel. Was ist passiert? Ich habe auf der Klaviatur Ihres Geistes gespielt. Das ist ein ganz blöder Trick, wie Zauberer sie auch verwenden. Der ist aber nicht so banal, weil er schon Gesetzmäßigkeiten unserer Psyche nutzt. Wenn man diesen Trick konstruiert, nutzt man gar nicht so subtile Gesetzmäßigkeiten des Psychischen, um das zu machen. Man kann mit relativ einfachen Mitteln auf der Klaviatur des Geistes spielen. Wenn das in diesen banalen Fällen geht, dann wissen Sie, was 100 Jahre Thinktanks in der Psychologie, wo Top-Leute sich überlegen, wie kann man Eigenschaften des Mentalen nutzen, um mentale Zustände zu ändern, zu manipulieren, was man da machen kann. Das ist ein ganz banales Beispiel. Das Beispiel kennen Sie aus dem Buch. Hier sehen Sie Fragmente, die Ihnen nichts bedeuten, wo Sie sagen, ich verstehe gar nicht, was da ist. Das ist ja, so funktionieren ja Medien. Die Medien versorgen Sie täglich mit Fragmenten, wo das und das und das in der Welt passiert ist. Sie kriegen aber gar keine, Sie können sich keinen Reim draus machen. Wenn ich jetzt Ihnen, Ihrem Geist, eine Möglichkeit gebe, zu sagen, warum sind es Fragmente, warum sind das alles Dinge, die so zersplittert sind, indem ich sage, ich gieße jetzt mal ein Tintenfass darüber, dergestalt, dass nur die Bruchstellen, wo es gebrochen ist, verdeckt werden und lasse die Information, ich ändere nichts an den Stücken, die Sie hier sehen. Die Stücke sind exakt identisch, wenn ich es gleich abdecke, sind exakt identisch zu vorher. Jetzt lege ich den Abdecker drüber und sobald sozusagen ein Narrativ, eine Kausalgeschichte zur Verfügung steht, warum sind die denn unterbrochen, haben Sie überhaupt keine Schwierigkeit mehr. Die Rs, habe ich jetzt gesagt, falls jemand doch Schwierigkeiten hat, haben Sie keine Schwierigkeit mehr, die Rs zu erkennen. Das ist auf der Klaviatur des Geistes spielen. Darauf beruhen
das gehe ich jetzt schnell drüber, das ist der ganze Trick, Sachen zu fragmentieren, dekontextualisieren und zu rekontextualisieren, ist die halbe Miete. Mit so einfachen Tricks kann ich die Meinung der Bevölkerung schon weitgehend kontrollieren. Ganz simple Tricks. Also, Meinungsmanipulation ist und war immer schon ein Handwerk. Ist keine große Wissenschaft. Folter übrigens auch nicht. Folter ist ein Handwerk, trotzdem kann man sie optimieren. Das macht man auch bei der Meinungsmanipulation. Das ist ein Handwerk, was von der Psychologie nur verfeinert worden ist. Hier sehen Sie jetzt wieder ein paar Beispiele. Wir sind sinnliche Konkretisten, wir sind so gebaut, das ist die Beschaffenheit unseres Geistes, wir glauben, was wir sehen. Das ist sozusagen eines der berühmtesten Beispiele, wie sich die Massen lenken lassen durch einfache Beweise. Hier sehen Sie ganz eindeutig die Massenvernichtungsmittel in der Hand. Hier das Gleiche für den Iran. Bilder haben einen besonderen Griff auf unseren Geist. Wir können nicht anders. Wir müssen uns dessen bewusst werden und aktiv dagegen arbeiten. Bilder sind eigentlich kognitiv weitgehend wertlos, weil Bilder allein überhaupt keinen geistigen Zusammenhang stiften können. Bilder sind Bilder. Bilder sind etwas, worauf man glotzt. Bilder allein stiften noch keinen geistigen Zusammenhang. Sie sind von Sprache und Verstehen und Begreifen erstmal kognitiv isoliert. Es müssen andere Prozesse dazu kommen, die die Bilder interpretieren, damit sie integriert werden in unser Verstehen. Das Gleiche gilt für Wörter. Wir sind Wortkonkretisten, wo ein Wort ist, glauben wir, dass es was bedeutet. Neoliberalismus ist, Hayek hat es ganz deutlich gesagt, wir müssen den Wörtern neuen Sinn geben. Kennen Sie Falschwörterbuch des Neoliberalismus? Freiheit hat nichts mit Freiheit zu tun. Sobald Sie diese Worte lesen in der Zeitung, müssen Sie sich immer wieder klar machen, das ist das Falschwörterbuch des Neoliberalismus. Reform hat nichts mit Reform. Reform bedeutet immer Demokratieabbau. Freier Markt hat überhaupt nichts mit freiem Markt zu tun, weil der Neoliberalismus nichts mehr fürchtet als freie Märkte. Die müssen ihnen subventioniert werden. Freihandel hat nichts mit Freihandel zu tun und Globalisierung hat überhaupt nichts mit Globalisierung zu tun. Und Sachzwänge sind keine Sachzwänge, sondern Sachzwänge sind immer Systemzwänge. Also, da lohnt es sich, über Sprache nachzudenken. Das gehört sozusagen zur Denkmethodologie im politischen Bereich, bei jedem Wort hinzuschauen. Jedes Wort ist, wenn man so will, eine Schachtel, in der ganz viel Ideologie verborgen ist. Die muss man rausholen und manchmal sind dann auch viele unangenehme Dinge dahinter verborgen. Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet es, dass wir das, was gegenwärtig mit der Refeudalisierung des Politischen passiert, dass wir zunächst überhaupt mitkriegen müssen, was da passiert, die Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität verstehen und sie dann in eine Unzufriedenheit umsetzen, Empörung, Auflehnung oder wie bei den Gelbwesten auch in Revolte, sodass eine Veränderungsenergie entsteht. Wir wissen aus der Geschichte, soziale Situationen, die gesamte Zivilisationsgeschichte beruht darauf, dass bei irgendeiner Situation, sei es Kolonialismus, sei es Sklaverei, es musste überhaupt erst eine Veränderungsenergie entstehen, die sich dagegen wehrt. Nun ist Veränderungsenergie hier erstmal etwas Neutrales. Die Veränderungsenergie kann sich dann in unterschiedliche Richtungen stabilisieren. Wir haben dann die Aufgabe, ein Deutungsangebot zu machen, das diese Veränderungsenergie stabilisiert. Wir müssen ihr eine Richtung geben und wir müssen ihr einen Deutungsrahmen geben. Nur dann wird sie langfristig sozusagen verfügbar und wir müssen sie natürlich auch mit konkreten Handlungsmöglichkeiten verbinden. Das ist im Moment einer der Hauptpunkte, kriegen Sie vielleicht in der Diskussion auch der Gelbwesten mit. Die Frage ist, was macht man jetzt mit diesem Veränderungspotenzial, was sich da erstmal auf der Basis sehr konkreter Lebensbedürfnisse artikuliert. Und da müssen wir feststellen, dass heute
die Rechte einen gewaltigen Prozessvorteil hat. Die sind sehr viel geschickter, Deutungsrahmen für die Veränderungsenergie anzubieten, um sie dann in ihre Richtung zu lenken, während es der Linken an einem Deutungsrahmen fehlt, der für die Bevölkerung attraktiv genug ist, um die Veränderungsenergie in eine emanzipatorische Richtung zu bringen. Das ist ein ganz tiefes Problem, wird ja auch von vielen diskutiert. Warum ist die Linke so hilflos und so zerstritten, dass sie es nicht schafft, angemessene Deutungsrahmen für die Veränderungsenergie, die gewaltig ist in der Bevölkerung, zu liefern, sondern es der Rechten überlässt, mit einem einfachen Narrativ zu sagen, der andere ist schuld, der Fremde ist schuld, diese Veränderungsenergie in Richtung Nationalismus, Rassismus und so weiter aufzugreifen. Das ist ein ganz tiefes Problem, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und auch kreativ Möglichkeiten schaffen, wie man damit umgeht. Die alte Regel ist, Philipp Mirowski, einer der besten Kenner des Neoliberalismus, hat gesagt, fast alle machen sich vollständig falsche Vorstellungen darüber, wie die Macht heute organisiert wird und was Neoliberalismus bedeutet. Und deswegen rennen sie Windmühlenflügeln hinterher. Sie haben Illusionen darüber, welchen Kampf sie eigentlich führen. Wer den Feind nicht kämpft, wird in jeder Schlacht verlieren. Solange wir die Organisationsweisen der Macht nicht wirklich kennen, und das ist eine ganz schwierige, wirklich schwierige Aufgabe, haben wir nicht die geringste Chance auf irgendwelche Änderungen. Und dazu gehört ganz viel, was wir kennen müssen, Techniken des Meinungsmanagements, die tatsächliche Organisationsweisen der Macht und so weiter. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir die Veränderungsenergie darauf lenken, wie sich diese Situation ändern lässt. Wir brauchen Ziele, das schließt wieder an die Folie an. Wer das Ziel nicht kennt, kann sich auch im Weg nicht irren. Wir müssen überhaupt erst wieder Ziele formulieren, die auch in der Bevölkerung eine Attraktivität entfalten können. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir die neoliberale Landgewinnung in der Gesellschaft, der Neoliberalismus, anders als der traditionelle Kapitalismus, war sozusagen in die Gesellschaft eingebettet. Der Neoliberalismus bettet die Gesellschaft in die Wirtschaft ein. Alle Bereiche müssen einem ökonomistischen Denken unterworfen werden. Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Ökologie, alle Bereiche, das ist das Neue am Neoliberalismus. Der Neoliberalismus entbettet sich aus der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird in die Wirtschaft eingebettet. Dann müssen wir natürlich die Machtausübenden im wahrsten Sinne entwaffnen von den Methoden der Entdemokratisierung. Feindstrafrecht, Feudalisierung des Rechts, Selbstermächtigung der Exekutive. Diese Möglichkeiten müssen wir blockieren, weil es genau die Waffen der Machtausübenden sind, Demokratie zu erodieren und zu verhindern. Es gibt auch bei emanzipatorischen Bewegungen zu wenig Strategiediskussionen. Auch da sind die Gegenseiten sehr, sehr viel weiter. Es gibt heute gute Gründe dafür zu sagen, die tatsächlich notwendigen gesellschaftlichen Änderungen sind vermutlich nicht mehr allein auf parlamentarischem Wege durchsetzbar. Wir brauchen also auch auf außerparlamentarischem Wege Möglichkeiten, die Selbstermächtigung der Exekutive zu delegitimieren. Das erfordert große kollektive Kreativität, Strategien zu entwickeln, die Selbstermächtigung zu delegitimieren. Und vermutlich werden all diese Dinge einer Demokratisierung der Demokratie nicht möglich sein, ohne eine physische Präsenz der Basis, wie wir es in Frankreich erleben. Schließen will ich mit meiner Lieblingsfolie. Was tun, fragt Harvey, einer der bekanntesten
Kritiker und Gründer, Untersucher, Analytiker des Neoliberalismus. Was tun und wer zum Teufel tut es? Das ist eigentlich unsere Hauptfrage. Und ich möchte enden mit einem Zitat des jetzt 90-jährigen Noam Chomsky. Was können wir tun? Er gibt eine ganz banale Antwort und die ist trotzdem richtig. So ungefähr alles, was wir wollen. Tatsache ist, dass wir in einer relativ freien Gesellschaft leben und die ist nicht vom Himmel gefallen. Die Freiheiten, die wir heute haben, wurden in hartem, schmerzlichen, mutigem Kampf erstritten, aber nun haben wir sie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen über die zivilisatorischen Errungenschaften, die wir in den letzten 1000 Jahren errungen haben. Die sind zwar unser Erbe, aber sie sind durch Kämpfe anderer hinterlassen worden. Es waren andere, die diese zivilisatorischen Kämpfe, auf die wir heute stolz, die Errungenschaften, auf die wir so stolz sind, errungen haben. Und diese anderen wurden fast immer zu der Zeit, wo sie die Kämpfe geführt haben, häufig auch von der Mehrheit der Bevölkerung bekämpft, bespuckt und diffamiert. Wir müssen uns überhaupt wieder klar machen, dass das, worauf wir heute stolz sind, durch häufig massive Kämpfe anderer errungen wurde und dass wir daher die gleiche Verpflichtung haben wie das, worauf wir stolz sind. Demokratie ist kein Status, den man einmal erreicht und jetzt haben wir historisch eine Demokratie und können unseren kleinen Vorlieben nachgehen. Demokratie ist ein permanenter Prozess, der permanent von oben weggeknabbert wird. Jede Demokratisierung, die errungen wurde, wird in dem Moment, wo sie da ist, von oben weggeknabbert. Das bedeutet umgekehrt, Demokratie kann überhaupt nur erhalten werden, wenn sie von unten permanent errungen, nachgelegt, gehalten und wieder neu errungen wird. Und von unten heißt nicht nur jetzt von der Bevölkerung, sondern das bedeutet durch alle Lebensbereiche. Dazu gehört natürlich auch Erziehung, Schule, das ganze Bildungswesen. Demokratisierung kann nur funktionieren, wenn der Humus intakt ist. Also, es kann viel getan werden, wenn die Menschen sich organisieren, für ihre Rechte kämpfen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und wir können noch viele Siege erringen, hoffen wir. Ich danke Ihnen.